Servus, wir sind wieder bei Tischler Stube, da gibt es Geheimtricks, jede Menge bei uns immer. Also wir restaurieren gerade das Sonnentor und beim Tor war oben 27 mm Luft und unten 3 mm Luft. Und jetzt ist das Schloss wurde quasi so heraus, also so komisch eingeschraubt, damit sie überhaupt geschlossen hat. Jetzt haben wir da einen Keil raufgeleimt, haben das nachgefräst mit der Oberfräse, mit dem Parallelanschlag und jetzt stemmen wir das nach die Ecken aus. Und dann wird die Luft parallel sein, dann schließt die Türe schon und das Schließblech quasi, der Schlosskasten ist ordentlich. Oder Erich, was sagst du? Ja. Weil so war das nicht so schön. Und die Sonne, da haben wir die Technik angewandt. Also wir haben, wie schon bei den anderen Seiten, haben wir einfach überall, wo Risse waren, haben wir diese Adern eingeleimt, damit die Risse weg sind. Und hier, diese ganzen Stöße, wo eine Nutzfeder quasi ist, haben wir nicht nachgeschliffen, sondern die waren ja teilweise schon so weit beschädigt, dass es mehr Sinn gemacht hat. Wir haben die mit einem V-Fräser nachgefräst, ohne. Und so tun wir sie natürlich viel leichter, weil man nicht schleifen muss. Oder Erich, was sagst du? Ja. Und um der Erich so also schief geschaut, da habe ich ihm dann den Gesühnbrief weggenommen und dann kriegt er aber erst wieder zurück, wenn er mit zum Mittagessen einlädt. So, und auf jeden Fall, das darf man jetzt noch nachschleifen und dann darf man streichen, mit Leinöl darf man streichen. Und bei deinem Tor, das ist anscheinend alles auf einen Rahmen nur aufgeleimt worden mit einem BU-Kleber oder mit einem Leim und genagelt. Und jetzt hat er das natürlich nicht richtig arbeiten können, daher sind die Risse entstanden. Wenn das normal genagelt gewesen wäre, also nur auf einer Seite immer, auf der anderen Seite quasi jetzt die Feder niedergehalten, dann hätten die Bretter einzeln, die Bretter, Breda ist wieder was Bretter, es ist, anderes. wie schon, Was schon, du denkst sind wir schon schon am wieder beim Essen. Mittagessen? Hätten die arbeiten können, dann wären diese ganzen Risse hier wären nicht entstanden. Obwohl man Ja, muss so sagen, ein. das Tor, was Erik, was war jetzt? Ja, ich habe noch auf die Risse Das Tor hat hingefunden. 25 Jahre trotzdem gehalten. Das ist eigentlich eher Wahnsinn, oder Erik? Ja. Willst du auch was sagen, Erik? Nein, eigentlich nicht. Jetzt steigen die Ecke dann noch Ja. an. Und nachdem werden wir streichen gleich oder gehen wir in der Essen dann, Erik? Also, das Essen musst du noch du zahlen von der letzten Welt. Naja, aber wenn es du zahlst, kriegst du den Gesundheitsbrief zurück. Ach so. Ich zum ehrlich gesagt, ehrlich gesagt, mein Gesundbrief, wie er mir gesagt hat, zack, war er schon weg. Ich bin ein Kornfeind-Anrufer, so Weißt schaut du es aus. Na, das ist das? der Innungsmeister. Ja, wie viel gibt es da von dir? Unglaublich.